Zwei Tage nach dem Tod von Prince haben Familienangehörige, Freunde und Kollegen mit einer privaten Feier Abschied von dem Popstar genommen. Der Leichnam des Musikers sei eingeäschert worden, so eine Sprecherin. Der Aufbewahrungsort werde aber geheim bleiben. Unter den Besuchern der Zeremonie in den Paisley Park Studios bei Minneapolis waren auch die Schwester des Popstars sowie ehemalige Bandmitglieder wie Bassist Larry Graham. Prince hat uns alle zu besseren Musikern gemacht. Spiritualität ist sehr wichtig und er war ein sehr spiritueller Mann. Aber als Musiker hat er uns wirklich gefordert und besser gemacht. Wir werden ihn sehr vermissen. An die gekommenen Fans ließ die Familie spezielle Geschenke verteilen. Für sie solle zu einem späteren Zeitpunkt eine musikalische Feier veranstaltet werden, hieß es. Der Popstar Prince war am vergangenen Donnerstag im Alter von 57 Jahren verstorben. Das Ergebnis der Obduktion wird in einigen Wochen erwartet.